Wir haben heute unsere Monatsfavoriten für euch. Wer sehr aufmerksam zuschaut, wird vielleicht mitbekommen haben, dass es letzten Monat keine gab. Was war unsere Entschuldigung? Ja, keinen Grund, oder? Nee, eigentlich, dass wir uns noch nicht gesehen haben, um zu drehen. Ich fange mal an mit einem Parfum und zwar von The Body Shop White Musk Low. Das habe ich zugeschickt bekommen. Und zwar war das zweimal das gleiche. Einmal für meine Mama zum Muttertag und dann nochmal eine Version für mich. Und das war unterschiedlich verpackt und deshalb habe ich beide meiner Mama geschenkt. Und die meinte dann zu mir, riecht gut, aber zwei braucht sie nicht und hat dann eins an mich zurückgegeben. Und dann habe ich erstmal dran gerochen. Das riecht so gut. Seitdem benutze ich es jeden Tag. Es riecht ganz leicht, sommerlich, frisch. Es riecht grün tatsächlich. Okay, dann mache ich mal weiter mit Duft bzw. mit Düften. Eigentlich wollte ich den hier zeigen, der ist von Tom Ford. Haben wir auch zugeschickt bekommen. Leo hat ihn sofort zur Seite gelegt und meinte, dass sie ihn ganz, ganz, ganz furchtbar findet. Und ich habe es angerochen und meinte so, finde ich mega gut. Und es kommt selten vor, dass unser Geschmack bei Gerüchen divergiert sozusagen. Also normalerweise mögen wir die gleichen Sachen. Ich liebe den Duft, aber ich kann mir vorstellen, dass viele vielleicht finden, dass er sehr so ein bisschen seifig, altmodisch riecht. Aber jetzt haben wir auch heute witzigerweise ein Paket bekommen mit einem Duft, auch nochmal von Tom Ford, den ich noch besser finde. Also riecht vielleicht lieber an dem hier, der ist noch besser. Den finde ich nämlich auch richtig Und gut. den findet auch Leo gut, da sind wir uns einig. Und der riecht einfach ganz ähnlich zu Dolce & Gabbana Light Blue. Auch ganz sommerlich, ganz frisch, aber halt ein bisschen zarter. Aqua, so. Ja. Es riecht wie so ein Pooltag. Dann habe ich einen uralten Favoriten. Ich würde sagen, das ist 5 Jahre alt. 4, 5 Jahre, das ist Ich uralt. glaube, das gibt es gar nicht Das gibt mehr. es wahrscheinlich nicht mal mehr, aber es gibt bestimmt noch einen Bronzer von Alterra. Ich gucke mal nach. Auf jeden Fall ist das Bronzing Puder in der Farbe 02 Sunkissed von Alterra. Aber Alterra gibt es noch, oder? Ja, Ja. ja. Ich mache den auch wirklich nach dem Sommer immer weg. Der ist dann gar nicht in meiner Schminksammlung und dann so im Mai, Juni darf er wieder raus. So sieht er auch aus, aber er braucht sich halt auch nicht auf. Und ich benutze den im Sommer jeden Tag seit 4 Jahren. Und momentan auch wieder. Riecht er immer noch gut? Der ist nicht Der gekippt riecht oder so. Den gut. kann man immer noch benutzen und ich liebe den. Das ist ein wunderschöner Sommer-Bronzer, so übers ganze Gesicht. Ich bin nicht der Bronzer-Typ, aber das ist mein Favorit. Ich habe das Produkt, was mich zu einem Bronzer-Typ gemacht hat. Und das ist auch mit Abstand immer noch mein allerliebster Bronzer. Ist auch schon uralt. Habe ich auch schon vor 2, 3 Jahren oder so in Favoritenvideos gezeigt. Aber immer noch mit Abstand der beste Bronzer, den es gibt. NARS Laguna. Man sieht jetzt mittlerweile schon sehr deutlich, wie gerne ich ihn mag. Und es wird auch jeden Tag weniger. Ich benutze ihn auch im Winter tatsächlich. Aber jetzt im Sommer natürlich besonders viel. Und es gibt einfach kein anderes Produkt, was da rankommt. Nichts ist so schön wie dieser Bronzer und den würde ich auch sofort nachkaufen, sobald er dann einmal leer ist. Kann ich euch nur ans Herz legen. Meiner ist jetzt, ich musste meinen wegtun. Ja, weil jetzt Endgültig. nur noch Brösel waren, ne? Ja, und dann ist er mir einmal aufgegangen, dann ist alles rausgefallen und so. Ich habe noch eine neue Lieblingsmascara, von der ich nie gedacht hätte, dass sie ein Favorit werden könnte. Und zwar von Essence, die Lash Princess Mascara. Meine Schwester hat zu mir gesagt, dass sie super ist. Die hat ein riesengroßes Bürstchen, wo so viel zu viel Produkt mit rauskommt und macht dementsprechend mega die verklumpten Wimpern. Klingt nach was, was ich dann haben will. Aber wenn man Das wird dann. gut verkauft, Ja, echt. oder? Aber dann, wenn man dann eine Mascara drüber gibt, die so ein bisschen trennt, und das mache ich eh immer, ich benutze ja diese Orangene von Essence, macht die ein total schönes Ergebnis. Super volle, voluminöse, lange Wimpern. Und es ist seit langem mal wieder eine Essence-Mascara, die ich richtig gut finde. Die benutze ich zurzeit täglich. Ich finde die super, aber nur in Kombination mit einer anderen. Ansonsten ist sie ein bisschen too much. Dann mache ich mal weiter mit den anderen dekorativen Sachen, die ich noch habe, und zwar von Charlotte Tilbury. Hatte ich in einem Vlog erwähnt, dass wir ein paar Sachen zugeschickt bekommen haben. Und natürlich sind da ein paar Produkte dabei, die ich mega gut finde. Und beides ist für die Augenbrauen. Einmal der Augenbrauenstift. Ich habe auch keine Ahnung, welche Farbe das ist. Supermodel. Der hat eine sehr andere Form als alle Augenbrauenstifte, die ich sonst benutze. Der hat nämlich eine von diesen breiten, dreieckigen Spitzen sozusagen. Und ich mag die Farbe super gerne, bin sehr angetan davon. Auch das Bürstchen finde ich gut. Diesen Highlighter in der Mitte benutze ich ehrlich gesagt nicht auf regelmäßiger Basis. Aber das absolute Highlight ist auf jeden Fall dieses Augenbrauengel hier. Nicht nur das Bürstchen ist der Shit, sondern auch das, was da drin ist. Also ich würde sagen, innerhalb von kürzester Zeit mein liebstes neues Augenbrauengel geworden. Weil man damit irgendwie viel besser die Augenbrauen hochkämmen kann. Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass es so klein ist oder ob noch irgendwas anderes an diesem Bürstchen es so speziell macht, aber
Es ist der Hammer. Ich habe auch einen Favoriten von Charlotte Tilbury. Und zwar einen Lippenstift. Wie sehr wir die Lippenstifte mögen, haben wir oft genug erwähnt. Der ist aus der gleichen Reihe, also aus dieser Mad Revolution. Mad Revolution, genau. Und das ist die Farbe Tell Laura. Also so ein knalliges Rot-Orange, meine absolute Lieblingsfarbe zurzeit. Kommt später auch noch bei meinen Fashion-Favoriten. Habe ich zurzeit nur auf den Nägeln und das ist jetzt mein Lippenfavorit. Ich mache mal weiter mit auch so einem richtigen Sommerprodukt und zwar Sonnenschutz. Wer hätte gedacht, dass jemals Sonnenschutz in einem unserer Favoriten-Videos vorkommt? Wir sind beide nicht vorbildlich, was Sonnenschutz angeht, aber ich habe tatsächlich, seit ich 25 bin, angefangen, jetzt immer Sonnenschutz im Gesicht zu tragen. Ich auch im Gesicht. Bin richtig stolz auf mich. Ich habe mich einfach ein bisschen umgeguckt und das bestellt, was die Anna Edit, also Anna Gardner, empfohlen hat, weil ich meistens ja, das gut finde, was sie empfiehlt. Habe dann den bestellt und bin davon auch richtig angetan, weil es einer der wenigen Sonnenschütze, eines der wenigen Produkte ist, was man nicht fühlt im Gesicht. Also wenn man das aufträgt, dann fühlt sich an wie eine ganz normale Tagescreme, hat aber trotzdem SPF 50. Es riecht gut. Es sieht furchtbar dreckig aus. Es sieht super ekelhaft aus, ja. Und ja, es ist auch nicht sonderlich teuer. Ich glaube 15€ oder so, was für SPF 50 ja relativ günstig ist. Wird ja eigentlich immer teurer nach oben hin. Kann man auf Amazon bestellen. Ich bin bisher sehr angetan davon. Und dann habe ich als allerletztes noch einen Highlighter, einen flüssigen Highlighter. Wenn ihr schon länger zuguckt, wisst ihr vermutlich, dass ich kein Highlighter-Mensch bin. Also ich benutze es eigentlich nie, gibt mir irgendwie nichts. Immer wenn ich es auftrage, sieht es irgendwie nicht schön aus. Der hier sieht schöner an mir aus, finde ich. Es liegt daran, dass der so voll subtil ist und eher so Hautfarben als wirklich Highlighterfarben. Also normalerweise sind die so kühl. Der ist so mega subtil, verbindet sich irgendwie so schön mit der Foundation. Ich trage ihn auf der Nase auf und hier so. Und zusätzlich zu meinem Altera Bronzer gibt mir das den perfekten Sommerglow. Das ist schön gesagt. Ja, das ist echt schön. Ich habe noch ein letztes Pflegeprodukt und zwar von The Body Shop das, ich kann es nicht mehr aussprechen, Tea Tree Oil. Ist ein Teebaumöl. Hat mir eine Zuschauerin tatsächlich empfohlen. Ich glaube über Insta direkt oder so. Hat mir eine Zuschauerin geschrieben, dass ihr das bei Hautunreinheiten mega geholfen hat. Die gesamte Reihe von The Body Shop. Und ich hatte da früher schon mal ein paar Sachen von. Hatte es aber komplett vergessen. Und dann bin ich nochmal losgestiefelt und habe mir halt das Öl nochmal gekauft. Und ich bin richtig begeistert davon. Das hat eine viel dickflüssigere Konsistenz als reines, normales Teebaumöl. Also da ist definitiv noch irgendwas anderes mit drin, aber ich vertrage es super gut und ich habe das Gefühl, wenn man wirklich Unreinheiten hat, vor allem die so unter der Haut sind, dann trocknet das super aus. Aha! Fashion? Wie viel hast du da? 3. Bei Fashion fange ich mal an mit diesen Schuhen hier. Die sind nämlich jetzt schon sehr geliebt. Habe ich ständig getragen, seitdem ich sie gekauft habe. Wir haben das gleiche Paar gekauft in Paris. Lena in Silber und ich in Schwarz. Die sind von Aldo. Die gibt es online. Ich bin mir nicht sicher, ob es die schwarzen noch gibt, die silbernen, aber auf jeden Fall. Die sind ultra bequem, also keine einzige Blase. Das Einzige, was ultra nervig ist, was aber jetzt auch nicht kein Weltuntergang ist, ist, dass wenn man die Treppen runtergeht, diese Schuhe so unglaublich viel Lärm machen. Na ja, auch mal weiter mit ein paar Schuhen, die jetzt super dreckig sind. Das sind diese schleifenden Schuhe. Muss ich unbedingt putzen. Ich weiß auch nicht, ob ich die mal vielleicht in die Waschmaschine tun sollte. Ich versuche es vielleicht mal. Ich weiß auch nicht, ob es die noch gibt, aber es gibt momentan von fast jeder Marke so ein paar Schleifen-Slip-Ons. Und ich glaube, ich werde mich nochmal umschauen, ob ich vielleicht noch eine hochwertigere Version finde oder so. Ich liebe die. Okay, ich habe eine neue Shorts, die ich sehr gerne mag, von einer Marke, von der ich noch nie was hatte. Und zwar Samso und Samso heißt es, glaube ich. Die gibt es aber über Amazon. Und die ist gelb. Über Amazon? Über Zalando. Das ist, glaube ich, das einzige Kleidungsstück, das ich besitze, das gelb ist. Eigentlich überhaupt nicht meine Farbe. Aber irgendwie, ich habe das an Sonja gesehen, glaube ich. So. Ich glaube, Sonja hatte eine gelbe Shorts an. Und dann dachte ich mir, wie schön ist das eigentlich im Sommer? Und dann wollte ich auch eine gelbe Shorts, dann habe ich die hier gesehen. Die sitzt perfekt, die hat voll den angenehmen Bund. Sitzt auch so ein bisschen höher und das mag ich persönlich immer sehr gerne. Ich habe auch ein paar Shorts und zwar von ASOS eine Jeans-Shorts. Nach solchen Shorts habe ich, glaube ich, 4 Jahre gesucht oder so und ich habe nie welche gefunden, die richtig saßen und die mir richtig gefallen haben und die den Schnitt hatten, den ich wollte. Und jetzt habe ich endlich welche gefunden. Ich habe die irgendwie so 3 Nummern größer bestellt oder so, weil ich wollte, dass die halt ganz locker sind und ein Stück länger. Ich mag das nicht, wenn Shorts so super kurz sind. Gibt es auf jeden Fall aktuell auch noch, sind auch nicht allzu teuer gewesen und das sind die perfekten Sommershorts, finde ich. Dann habe ich noch ein Accessoire und zwar diese Tasche hier, die zu meiner Rot-Orange-Obsession passt. Wobei die ist eher rot als orange, aber halt auch knallrot halt. Und dazu hat die so goldene Chains. Wie nennt man das?
halt überhaupt nicht mein Stil eigentlich. Also ich finde, die passt überhaupt nicht zu mir, aber ich finde die so schön. Das habe ich auch über Zalando bestellt, die gleiche Bestellung, die ich hier so hochhebe. Machst du gut. Ja, geht aber in den Arm. Und die ist voll der Hingucker. Peppt so jedes Outfit auf. Und vor allen Dingen, wenn man halt als Accessoire nur noch rot-orange trägt, dann ist sie super. Ich habe noch ein letztes Kleidungsstück, was ihr auf jeden Fall auch schon gesehen habt in meinem Fashion-Video und dann auch auf Instagram und so. Das ist dieses Kleid bzw. Jumpsuit von Zara. Also es sieht, wenn man es trägt, aus wie ein Kleid, aber es ist im Grunde ein Jumpsuit, weil darunter noch so eine Hose eingenäht ist. Der einzige Nachteil hier ist, dass die Ärmel lang sind. Dadurch ist es natürlich relativ warm, aber weil es halt so kurz ist, kann man es halt irgendwie trotzdem nur an sehr warmen Tagen anziehen. Ich mag es trotzdem sehr gern. Die Farbe ist so schön und der Stoff ist so angenehm. Mein letzter Fashion-Favorit ist eigentlich das Kleid, das ich gerade momentan trage. Davon blenden wir euch dann eine Nahaufnahme ein. Wie von allem, aber irgendwie, wenn man die Sachen anhat, sagt man trotzdem gerne nochmal dazu. Das ist von ASOS, eigentlich von Boohoo über ASOS. Es ist voll das luftige Sommerkleid und hellblau ist ja eh so eine Sommerfarbe einfach, oder? Also, absolut. Ist einfach schön und es passt mega gut. Ich fühle mich sehr wohl da drin, ist schön geschnitten. Gibt es momentan noch, glaube ich. Verlinke ich euch. Dann zu Lifestyle-Favoriten. Ich habe mir dieses Ding hier gekauft. Das ist so ein Letterboard. Das ist einfach so ein weißes Board, wo man so Sachen hinschreiben kann mit Buchstaben. Also ihr bekommt, glaube ich, dreimal das Alphabet oder so dazu und Zahlen und Sonderzeichen. Da steht jetzt drauf, wie ist das Geburtstagskind. Da Hannah das da drauf geschrieben hat und das darf noch eine Weile bleiben. Mein Geburtstag ist ja noch nicht so lange her. Man muss sich halt nicht festlegen, man kann halt immer hinschreiben, draufschreiben, wonach einem gerade ist. Da muss man sich nicht entscheiden. Das ist super für entscheidungsunfreudige Menschen wie ich. Ich habe auch ein quasi Interior-Stück, was ich jetzt aber nicht mitgebracht habe. Und zwar ist das mein neuer Ventilator. Den habe ich mir erst diese Woche bestellt, aber oh mein Gott, es hat mein Leben verändert. Ich habe nämlich eine unglaublich warme Wohnung, die sich im Sommer so, so krass aufheizt. Und dieser Ventilator ist eine sehr große Erleichterung. Der ist ganz, ganz klein, nimmt nicht viel Platz weg, aber er ist relativ stark und auch nicht zu laut. Und noch dazu, finde ich, ist er einfach sehr hübsch. Also er macht sich auch als Deko sehr gut. Den gibt es auf jeden Fall auch noch, kann ich auch in der Infobox verlinken, falls der euch interessiert. Dann gehört definitiv auch zu meinen Monatsfavoriten meine neuen Möbel, also mein neuer Schreibtisch, vor allen Dingen mein Schminktisch und mein neues Aufbewahrungsregal. Bin sehr happy, dass ich ein bisschen was in meinem Büro getan habe, dass ich einen großen Schreibtisch jetzt habe, an dem ganz viel Platz ist, dass ich ein selbstgebautes Regal von meinem Bruder zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Finde ich auch richtig schön. Und im Schminktisch folgt wahrscheinlich ein Schminksammlungsupdate. Aber der ist von Amazon. Und auch da bin ich sehr happy, dass ich endlich einen neuen gefunden habe. Und zum Abschluss haben wir beide noch eine Serie. Ich habe über die Serie, die ich diesen Monat oder letzten Monat, die letzten 2-3 Monate extrem gesuchtet habe, auch schon öfter geredet. Und zwar ist das The Good Wife. Falls ihr die Serie nicht kennt, da geht es um die Frau eines Politikers, der ganz am Anfang in den Skandal verwickelt ist und dann entwickelt sich das Ganze weiter, aber eigentlich geht es nicht so sehr um ihn und um den Skandal, sondern hauptsächlich um sie und darüber, wie sie dann ihr Leben wieder auf die Reihe bekommt und wie es dann für sie weiterläuft. Und ich bin jetzt schon in der 5.5. Staffel. Ich glaube, letzte Woche war ich noch so in der 3. Und jede Staffel ist halt so 25 Folgen, aber ich liebe die. Okay, meine neue Lieblingsserie. Und wirklich, meine neue absolute Lieblingsserie hat alles übertroffen, was ich jemals geguckt habe, ist Black Mirror. Wieso habe ich das eigentlich Ewigkeit nicht geguckt? Ich verstehe nicht so ganz, warum ich so lange gebraucht habe, um da rein zu gucken überhaupt. Weil die ist schon seit Ewigkeiten auf Netflix und auch fertig, also auch alle Staffeln abgedreht. Oder ich weiß gar nicht, vielleicht ist da noch eine neue in Produktion, ich hoffe es. Das sind nämlich quasi Short Stories, also in jeder Folge geht es um was anderes. Und so das Grundthema der Serie sind die Gefahren und Risiken neuer Wissenschaften. Man kann sich halt wirklich schwer vorstellen, worum es geht. Manche Serien sind auch voll gruselig, manche regen nur so zum Nachdenken an, manche sind voll traurig, manche sind schön, also ich liebe diese Serie wirklich. Supi, dann haben wir auch mal wieder Monatsfavoriten gedreht. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das war's für dieses Video. In der Infobox verlinken wir. Was verlinken wir? Unsere Weekly Vlog Playlist. Okay, machen wir das. Unsere Monatsfavoriten Playlist. Und unser letztes Video, das war ein Coffee with Consider Cologne zum Thema Sport. Tatsächlich? Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!